Wir bitten Sie nicht um einen Gefallen, Harkin. Lass Sie nicht sagen. Sie haben beim Verschwinden eines Freundes von mir mitgeholfen. Ich muss ihn finden. Ich brauche schon etwas mehr Informationen als das. Sein Name war Sidonis. Sidonis Alcura, Turianer aus... Ich weiß, wen Sie meinen, und ich werde gar nichts sagen. Harkin, das muss überhaupt nicht schwierig werden. Scheiß auf Sie. Ich gebe keine Informationen über Klienten weiter. Ist schlecht fürs Geschäft. Wissen Sie, was noch schlecht fürs Geschäft ist? Ein gebrochenes Genick. Okay, okay. Nehmen Sie den Fuß weg. Terminus hat Sie völlig verändert, was, Garrus? Nein, aber Sidonis hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt arrangieren Sie ein Treffen. Ich gehe. Ja, ich bin's. Es könnte sein, dass Ihre wahre Identität aufgeflogen ist. Deshalb rufe ich an. Ich schicke einen Agenten. Wo wollen Sie ihn treffen? In Ordnung. Er wird dort sein. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Alles in Ordnung. Er will Sie vor der Orbital Lounge treffen. Mittags. Wenn wir fertig sind, würde ich gerne gehen. Wohl kaum. Sie sind jetzt ein Verbrecher, Harkin. Heißt das, Sie wollen mich jetzt einfach töten? Das ist nicht Ihr Stil, Garrus. Können Sie ihn auch ins Gefängnis bringen? Sie töten? Nein. Aber ich werde Ihr Tempo ein wenig bremsen. Sie müssen ihn nicht erschießen. Jetzt kann er sich vor C-Sicherheit nicht mehr verstecken. Heute ist wohl Ihr Glückstag. Ja, hoffentlich können wir das bald mal wieder machen. Ich habe ihn nicht erschossen. Los, gehen wir weiter. Ja, was wenn Sidonis nicht dort ist, komme ich zurück und bringe es zu Ende. Huch, was zur Hölle? Wo war das denn? Harkin ist eine verdammte Bedrohung. Wir hätten ihn nicht einfach gehen lassen sollen. Er hätte eine Strafe verdient. Ich mache mir langsam Sorgen um Sie, Garrus. Sie waren bei Harkin ziemlich gnadenlos. Glauben Sie nicht, dass er es verdient hat? Das passt einfach nicht zu Ihnen. Was wollen Sie von mir, Shepard? Was würden Sie tun, wenn Sie jemand verrät? Ich bin nicht sicher, aber ich würde nicht zulassen, dass es mich verändert. Das hätte ich auch gesagt, bevor es mir tatsächlich passiert ist. Es ist noch nicht zu spät. Sie müssen es nicht durchziehen. Wer außer mir sollte Sidonis seiner gerechten Strafe zuführen? Niemand sonst weiß, was er getan hat. Es wäre auch allen egal. Ich sehe keine anderen Optionen. Lassen Sie mich mit ihm reden. Sie können sagen, was Sie wollen. Mein Entschluss ändert das nicht. Seine Gründe sind mir egal. Er hat uns verraten und verdient dafür den Tod. Ich verstehe ja, was Sie durchmachen, aber wollen Sie ihn wirklich töten? Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen, aber ich bin nicht wie Sie. Für Sie ist das aber auch nicht typisch. Wirklich? Ich habe Ungerechtigkeit immer gehasst. Schon der Gedanke, dass Sidonis damit davon kommt. Ich erinnere mich fast nicht an... Warum sollte er Garrus weiterleben, Master wenn 10 gute Männer in namenlosen Gräbern... Keine Ahnung, was er für eine Person es war. Es tut mir leid, Shepard. Worte werden dieses Problem nicht lösen. Ich muss mich vorbereiten. Von da drüben habe ich ein gutes Schussfeld. Was soll ich tun? Halten Sie das Gespräch am Laufen und stellen Sie sich nicht in den Weg. Ich sage Bescheid, wenn ich ihn im Visier habe. Geben Sie mir ein Signal, wenn Sie bereit sind. Dann schieße ich. Sie gehen besser. Er wird bald hier sein. Okay. Tal ist auch noch da. Die steht dann einfach so am Rand. Du wärst aus da. Ah, keine Sorge, nicht wichtig, nicht wichtig. Shepard, können Sie mich hören? Klar, sind das für Nachtzugeffekte? Das ist mega merkwürdig. Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch.
bringen wir es hinter uns. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Es wird nicht lange dauern. Gehören Sie zu Harkins Leuten? Ich erinnere mich nicht, Sie schon mal gesehen zu haben. Setzen Sie mich da drüben ab. Hab gehört, Harkins sei einer der Besten. Sollte nicht nochmal vorkommen. Oh, das wird es nicht. Keine Sorge. Was? Oh, Scheiße. Hat wahrscheinlich sowieso keinen Unterschied gemacht. Verrat bestraft, Sidonis. Das ging ja ganz einfach. Einfach und sauber. Gute Arbeit. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Gehen wir. Ich muss weg von diesem Ort. Ich bin bei Ihnen. Was eine gute Sequenz. Ich war voll lahm. Was, ob der Typ nicht, der ihn auf dem Balkon 2 Meter über ihm direkt gesehen hat, der direkt von seiner Fresse stand? Ist irgendwie unglaubwürdig. C-Sicherheit untersucht anscheinend den Tod von Sidonis, Shepard. Bisher haben sie keine Spuren. Wie schade. Das, Rekruten, ist ein 20... Es tut mir leid, aber damit kann ich sie nicht an Bord eines Shuttles lassen. Aber das ist... Okay, wollen wir nochmal einen Typ suchen? Ja? Alle Bezirke sind mehr oder weniger multikulturell, aber die anderen 4 werden von Asari, Turianern oder Salarianern dominiert. In Sakara gibt es größere Enklaven von Volos, Elkor und Hanar. Mhm. Und in Shin Akiba gibt es eine Handelszone der Menschen. Mhm. Es laufen auch ein paar Kroganer rum. Und neulich habe ich sogar einen Quarianer gesehen. Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wo ist dieser Scheißoffizier? Nein, ich finde niemanden, dem ich eine gefälschte Idee geben kann. Steht mit dem Offizier von C-Sicherheit reden. Ist das, war das da unten der Offizier? Ich habe doch schon alles. Wir haben doch jede Gesprächsoption gesagt, benutzt, die es gibt. Gut, also nochmal das Ganze. Irashimas! Sind Sie sicher? Gehen Sie bitte weiter. Wissen Sie, wer die Wahrheit Sie hat? Wissen doch. Sie ist nicht. Hören Sie, Sie können sich Ihre Tradition sonst wohin stecken. Mhm. Immer wenn ein Sie behaupten, Sie würden zu Unrecht. Eine Minute später kam er mit C-Sicherheit an und hat mich beschuldigt. Sind Sie oft beim Gebrauchtschiffhändler? Ja, er hat viele schöne Modelle auf Lager. Ich würde gern eins kaufen und damit zur Flotte zurückkehren, aber Ihre Pilgerreise läuft nicht besonders gut, oder? Nein, ich kam her, weil ich dachte, es gäbe hier jede Menge Arbeit. Außenmission, Bergung, Reparatur der Schäden durch den Geth-Angriff. Wo ich mich auch bewerben wollte, hing das Schild Quarianer nicht erwünscht. Und alle das ist anderen einfach nur Space-Rassismus. Und ja, ich muss Space anhängen. Sie hatten vor der Sirta wirklich? Sicher. Ich weiß nur, dass ich sie nicht genommen habe. Sie behaupten, sie hätte ihre Karte. Sie muss es gewesen sein. Sind Sie sicher, dass Ihre Karte nicht noch bei der Sirta Foundation liegt? Natürlich. Ich habe dort nicht mal was gekauft. Die Karte war Warum die ganze... muss jemand, der sie umrennt, gleich... Man kann die... Wissen Sie, wer die... Sie wissen sie doch. Ist Hören nicht Sie, sie können sich Ihre Tradition sonst... Gehen wir. Seien Sie vorsichtig. Da ich jeden die Dialogoption benutze, die ich kann. Offenbar war es ja nicht genug. Wo habe ich die Kreditkarte gefunden?
Aber ich kann sie nicht einfach geben und sagen, hier habe ich gefunden. Okay. Nein, aber ich kenne sie. Selbst ein seniler Hanna erinnert sich an den Menschen, der die Geth zurückgeschlagen hat. Ich dachte, sie wären tot. Ja, dazu ja, das kriege ich oft zu hören. Bitte, dazu sehen Sie sich nur vor drei Jahren, wo wir sie noch Geth genannt haben. Wissen Sie, ich benutze bei meiner Arbeit ganz schön viel Software. Es ist eine Schande, dass kaum jemand Ahnung von seinem eigenen Equipment hat, sobald es über das eindeutige Draufklicken und Hinfliegen im Navigationsinterface hinausgeht. Sie würden nicht glauben, wie oft ich höre, warum wendet das Schiff? Wir haben doch erst die Hälfte des Weges hinter uns. Oh doch, das glaube ich. Wissen Sie, ich mag Ihre Produkte. Interessiert an einer Empfehlung durch den Menschen, der Saren besiegt hat? What? Ich wäre entzückt, aber ich könnte es mir vermutlich nicht leisten, Sie dafür zu bezahlen. Nur keine Sorge, wir könnten doch einfach einen Preisnachlass vereinbaren. Ernsthaft? Unbedingt, okay. Sprechen Sie einfach in meine Konsole hier. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Geschäft auf der Citadel. Ernsthaft? Das ist großartig. Ich werde es sofort bearbeiten und verwenden. Vielen Dank. Ernsthaft? Und das gibt Vorbildspunkte? Ah, meine Lieblingskunde. Bitte was? Vor nicht allzu langer Zeit war hier ein Volus. Hat er eine Kreditkarte fallen lassen? Oh, ja. Er hat ein paar Treiber für sein Umweltsystem gekauft und ist dann ohne seine Karte gegangen. Als ich es bemerkt habe, war er schon weg. Falls Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, dass ich sie hier unter dem Ladentisch verwahre. Okay. Danke für Ihre Zeit. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Was hat er dann? Tech-Schaden? Schadenschutz. Das sieht interessant aus. Nee. Okay, wir haben ein bisschen mehr Schadenschutz. Gefällt mir ganz gut. Tag, ich habe euer dummes Problem gelöst. Gehen Sie bitte weiter. Sie haben Ihre Kreditkarte bei Serenis Applications vergessen. Der Verkäufer hält sie für Sie bereit. Oh. Naja. Die Quarianerin könnte sie aber gestohlen haben. Und dann dort hingegeben. Ich schließe hier mit dem Bericht. Aber ich werde Sie beobachten. Besorgen Sie sich einen Wohnsitz. Sonst verhafte ich Sie wegen... Meinen Sie beide das im Ernst? Was? Sie haben dieses Mädchen fälschlicherweise des Diebstahls bezichtigt. Und jetzt fällt Ihnen nur ein, sie könnte sie gestohlen haben? Jetzt aber mal ganz... Jetzt zu Ihnen. Sie wird belästigt und beleidigt und Sie wollen sie wegen Landstreicherei verhaften? Und wie würde es Ihnen gefallen, wenn ich sie wegen Behinderung der Justiz einbuchte? Sie glauben, Sie könnten einen ehemaligen Spectre einbuchten? Sie beide sollten jetzt einen Abgang machen. Ehemalig? Verdammter... Ehemalig! Danke, ich würde Ihnen gern mehr dafür geben als ein paar Worte. Kommen Sie ab jetzt selber klar? Ich denke schon. Meistens esse ich abends zwar nur Nährpreis im koreanischen Asyl, aber ich überlebe. Viel Glück, lieber Bayel. Danke. Triggered! Schon mal Ramen probiert? Auf ja, tatsächlich. Irgendwas Neues. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Erstmal nachschauen, was ich hier so habe. Präzisionsgewehr benutzt, glaub gar niemand. Das klingt ganz gut. Tja, sonst muss ich wohl wieder ein bisschen Sachen schürfen gehen. Okay, neue Sachen. Ungelesene Nachrichten.
von Admiral Daroxen Fosmoris Shepard was Norman, die ich durchstöbe gerade die Allerei und wollte es wissen lassen, dass ich ja nichts über die Experimente von Ral Zora gefunden habe. Hätten sie das alles mit mir geteilt, hätte ich vermutlich auch die Menschheit davon profitiert. Stattdessen werden sie und ihr Volk nun nach Abschluss meiner Experimente nur aus der Entfernung dabei zusehen können, wie die Koreaner nicht nur ihre Heimatwelt zurückerobern, sondern auch die größte synthetische Armee der Galaxie übernehmen. Ral Zoras Tod war nicht vergeblich, ich werde sein Werk zu Ende führen. Okay. Ja, ich wollte ja anbieten, dabei zu helfen. Aber offenbar kann ich nicht einfach schnell sagen, hey, wie wär's? Ich bin die beste G-Töterin, die sie jemals gelebt hat. Gehen wir ein paar G-Töten auf eure Heimatwelt. Erhoben wir sie zurück. Nee, das geht nicht. Okay, tschö. Wir verpissen uns. Wie? Ich freue mich auf neue Leute. Neue Leute rekrutieren, fuck yeah. Hup. Neuer Outfit. Mehr. Ich schätze, wir müssen sie mitnehmen, auch wenn ich sie nicht mag. Nehmen wir mal wieder Jacob und wen sollen wir mitnehmen? Ene mene miste, kein Bock auf Jack, also Jacob. Nein, ich wollte meine Waffe wechseln. Fuck, habe ich gerade vergessen. Jetzt habe ich eine nutzlose Waffe. Fuck. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht, Mami. Ich brauche neue Waffen. Ich habe eine, die verdammt nutzlos ist. Ja, das ist das originale Team vom Anfang des Spiels. Immer diese dummen Roboter. Willkommen in Nostra, Commander Shepard. Wir wurden angewiesen, alle Anlock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Mein Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Der Befehl kam von Liara Tissoni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Sie hat auch darum gebeten, dass ich Sie zu ihr führe, sobald Sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Okay. Ich habe eine Mission. Können Sie mir helfen, jemanden zu finden? Bei Unterhaltungszentren und Geschäften kann ich behilflich sein, aber zu einzelnen Personen kann ich sie leider nicht bringen. Aber Liara ist bei so etwas sehr versiert. Sie kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Okay. Danke. Ich heiße Sie erneut in unserer Stadt willkommen, Commander, und wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Was haben die denn alle mit dieser Spezies? Ich mag die gar nicht. Ich finde die dumm. Also noch, vielleicht kann ich nachher noch mal Waffen auswechseln. Yes! Hier. Zu dumm, dass das Ding gar nichts macht. Ich nehme jetzt das wieder mit. So. Jetzt geht's rein. Eine Handelsgruppe der Batterianer hat Pläne geäußert, den Citadel-Rat zu verklagen. Ausblick mit Miranda reden, okay. Eins muss man den Asari lassen. Kulturell ist Ilium das reinste Wunder. Von ihrem Einfallsreich. Nein, Sie verstehen nicht. Ich hab. Verzeihung, aber ich telefoniere. Ja. Entschuldigung. 25! Bei 25 verkaufen! Nein, Sie hören mir nicht zu. Ich will kaufen. Kaufen Sie alles auf.
Komm schon, komm schon. Gib mir was. Was? Entschuldigung. Sie sind doch Commander Shepard. Ich habe Ihre... Sie würden es vermutlich Aura nennen, gesehen. Ich würde Sie überall erkennen. Toll. Ich soll Ihnen eine Nachricht überbringen, falls ich Sie sehe. Toll. Von einer Freundin, die Sie auf Noveria gewonnen haben.